Hallo, liebe Leute, hier habe ich von Amazon eine Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S Ladegerät für Gamepad bekommen. Also, was haben wir hier dabei? Eine Anleitung, Ladestation selber, zwei Akkus mit 1200 mAh, also je Akku, eine USB-C-Kabel. Dann haben wir hier vier Deckel. Die hinteren hier, die wären für Xbox Series X und Xbox Series S. Und die hier wären für Xbox One Controller. Das sieht man auch hier, dass die anders ausschauen. Die für Xbox Series S und X. Und das hier für Xbox One Controller. Also von Verarbeitung her ist es wirklich ein sehr gutes Teil. Es ist nicht wie ein Spielzeug, jetzt ist es ganz ultra leichtes und dass man durchschauen schon kaputt geht. Nein, es ist sehr gut verarbeitet. Das Teil ist wirklich sehr schön, gut, robust, kein billiges Plastik hier. Unten sehen wir hier viermal so Gumminoppen, damit es auch richtig schön bleibt, dass es nicht rutscht und so. Und dann hätten wir eine wunderbare USB-Kabel, das ist auch richtig schön ordentlich verarbeitet, aber den brauche ich nicht, weil ich habe schon längere USB-Kabel und benutze meine eigene. Brauche ich den hier gar nicht aufzumachen. Den haben wir als Ersatz dann. Und dann haben wir hier die zwei Akkus. Und die habe ich schon alle beide benutzt, bis die leer waren. Natürlich kommt das immer drauf an, was man da jetzt gerade spielt, wie oft der Controller vibrieren muss und wie oft da jetzt beansprucht wird, zum Beispiel bei Forza, zum Beispiel beim Driften und so, dann vibriert es ununterbrochen und da ist der Akku natürlich schneller leer, als wenn man ein Spiel spielt, wo überhaupt fast keine Vibrationen gibt. Und da ist es natürlich dann, dass der Akku viel, viel länger hält. Also mit dem 1200 mAh habe ich 2 Tage lang, also mit Forza, gespielt. Und das hat er gehalten, also lange, und ist trotzdem nicht leer geworden. Also finde ich wirklich in Ordnung. Ungefähr waren das 12 Stunden, wo ich gespielt habe, also mit einem Akku, und ist trotzdem nicht leer geworden. So, hier sehen wir den Xbox Series X Controller. Und der Akku ist drin. Und hier kann man jetzt sehen, dass hier Deckel ausgeschnitten ist, wo der Akku seine Kontakte hat. Sieht man hier zwei Kontakte. Und man legt das einfach hier auf die Ladestation, egal ob hinten oder vorne. Da wird es einfach reingetan. Und jetzt sieht man hier rot, dass der Akku geladen wird. Und sobald es voll ist, dann wird es grün. Also hier sieht man vielleicht nicht so ganz genau, dass es rot ist durch die Kamera, aber es ist normalerweise knallrot da. Und nach dem Laden ist es rot. Es funktioniert auch sehr, sehr gut, also finde ich in Ordnung. Natürlich muss jeder selber wissen, ob er jetzt so eine Ladestation holt, wo man Akku in den Controller rein tut, mit Controller hier drauf. Oder sich eine andere holen, wo man nur die Akkus in die Ladestation rein tut. Also natürlich, das hier ist für diejenigen sehr wichtig, die 2, 3, 4 Controller haben. Da kann man 2 Controller rein tun. Wenn einer jetzt leer ist, kann man den nächsten Controller nehmen und das leere da rein tun. Und für diejenigen, die nur einen einzigen Controller haben, ja, dann ist es natürlich schwierig. Dann müssen sie schon einen vorgeladenen Akku haben, dass man schon mit dem Controller vorgeladen hat. Und ja, das ist ein bisschen umständlich. Für die empfehle ich natürlich, eine andere Ladestation zu holen, wo man 3, 4 Akkus reinsteckt und dass man nur die Akkus wechselt dann bei dem Controller. So hat man immer wieder mal Akkus. Wenn eine leer ist, holt man das andere voll heraus aus dem Ladestation. Das leere steckt man wieder rein. Aber für diejenigen, die schon Controller haben, mehrere oder wenigstens 2 Stück, ist das hier natürlich viel, viel idealer. Dann braucht man gar keine Akkus tauschen. Man muss nur den Controller hinlegen und den nächsten Controller nehmen, das leere dahin tun. Also alle beide haben Vor- und Nachteile. Also ich finde das in Ordnung. Von mir kriegt das 5 Sterne. Weniger geht es überhaupt nicht.
und ein Daumen hoch. Ich finde das Gerät wirklich sehr gut. Erfüllt seine Aufgabe hundertprozentig sehr gut. Also ich kann das wirklich nur weiterempfehlen.